Ätze. So, willkommen zurück. Alles 13. Und heute müssen wir mal ein bisschen Geld ran schaffen. Wir müssen das ganze Getreide mal wegbringen und ja. Erstmal werde ich mal meinen Träger sauber machen. Der hat's nötig. Und dann werden wir die Drescher. Genau, die Drescher könnt ihr eigentlich auch gleich mit herbringen. Die stehen dann auf dem Felde, oder? Zum Hof? Ja, zum sauber machen. Der ist heute großer Waschtag. Richtig. So. Wo steht der Kleiter überhaupt? Ja, hier am Wars, wo du gerade warst, bei meinem Fan, bei den Hühner. Kommst du ja immer besser, wenn du hinten reinfährst, fährst in den Hof. Okay. Hm. Naja, oder vorne ist egal. Ja, ich fällt schneller damit, ne? Alter, wie soll ich hier durchkommen? Lass Schneidwerk draußen stehen, Schneidwerk. Ja, okay. Ah, fahr's auf Silo oder woanders hin, was ich will. Ja, ich hab's jetzt kurz aufs Feld gestellt. Nein! Ja, gut. Wo ist ach, hier unten steht da ja der Kerche. So, und dann müssen wir, wie gesagt, ganze Rapsgelumpe wegkriegen. Hoffen wir mal, dass der Preis ein bisschen höher gegangen ist. Hier hinten ist er. Oh, wenn der Schneidwerk mitten auf den Weg gestellt hätte. Ja, das war ich. Da brauche ich das mal um. Die Karre wird sogar sauber. Wollte ich auch sagen, ne? Genau, Sinn der Sache. Als ob das Ding in der Luft schwenkt. Nur ein Nachteil ist nur, dass man halt, wenn man eine Seite kerchert, dass die andere halt auch gleich sauber wird. Mhm. Aber naja, deswegen werden die beim LS15 gut berücksichtigt haben. Hofft man's. Ja. Weil LS15 ist ja eigentlich für gute und schlechte PCs ausgelegt. Ja. Soll ja mehr Grafikeinstellung geben. Ja, ist alles in Gigabyte. So, jetzt fahren wir das Schneidwerk mit der Hände. Das ist das. Och Ding. Nein. Jetzt hänge ich unter im Baum. Oh, ich muss jetzt erstmal so schneiden. Dann düsen wir schnell wieder zurück. Was ist jetzt zu machen, nachdem wir... Ja, da kann man einen Radlader von der WGA holen. Den neuen? Den anderen gibt's ja nicht mehr. Oh ja, der sieht schon besser aus. Er muss ja den aufpassen fahren, der ist ganz kopflastig. Das wird am Gewicht liegen. Weil das kann man ja auch umschreiben. Naja. Ich hab keine Ahnung. Ich ohne. Weißt du, wo ich Ahnung von habe, ist mit dem Joints Editor. Mit was? Mit dem Joints Editor Maps und bauen. Ja, der ist wirklich ganz schön. Ist der neu, der Radlader, also neu beim Modhoster oder? Nee, der ist schon älter. So. Dann kann einer schon mal wieder Grupper anbauen. Na, wobei. Nee, jetzt lassen wir es mal. Ich würde mal Gras mähen. Nee, das machen wir noch nicht. Erstmal gucken wir mal, wie viel Geld wir zusammenkriegen.
Schaff mal das Schneidwerk, stell es mal hin aufs Feld irgendwie, ich schaff das dann mal weg. Mit dem Radlader müsste man wirklich das Gewicht mal verändern. Naja. Ich glaube, ich werde das mal bei mir probieren zu verändern und dann gucken, ob das dann besser ist. Tu mal den Mähdrescher an die Düngerhalle stellen dort. Quasi. Ist der mit More Realistik hier, der Radfahrer? Ja. Deswegen wird das vielleicht so springen. Quasi steckt man den Mähdrescher rein. Wo bist du denn? Was machst du denn gerade? Ich komme gerade. Ich warte da hier, dass du das Schneidwerk abwechselst. Ja. Jetzt bin ich gerade da, springst du selber mit der Schneidwerk. Naja, warte, ich tue nur kurz vorfahren, da kannst du den zum anderen Tascher fahren. Was? Hinten an der Düngerhalle. Immer quer hinter bei den Hühnern dort lang. Der Radlader lenkt sich auch absolut. Shit. Ja, wie gesagt, kann ich ja machen. Ich fährst du dann halt ab, das Gelände. Und wohin? Müssen wir mal gucken, wo der Preis am besten ist. Du guckst gleich mal. Ich hab gerade FPS zusammengebrochen. Ich hatte mal 1, 2, 3 FPS. So, warte, ich gucke mal. Und zwar Raps ist hochgegangen, sehr schön. 1228. Ja, also bei Agri war es. Agravis. Mit welchem soll ich denn da fahren? Mit welchem? Mit Johnny. Gefährt. Ah, hier ist er. Johnny. Ich habe einen schönen Telelader, mit dem man das schön rausfahren könnte, das Getreide. Habt ihr mal einen rausgenommen? Ja. Was jetzt? Hast du ein Ding daneben gestellt? Ja. Na, eigentlich könnte er noch schon wieder ein bisschen anfangen zu grubbern. Den Mist, weil wir ja dann Rüben sehen müssen. Ja, und braucht da man eine Rampe dazu. Und den Hänger zu benutzen. Aber einen größeren Grubber, ja. Das Wahre ist das noch nicht mit dem Radlader, oder? Naja. Ihr müsst euch mal diesen Time-Mod holen, dass ihr die auf 1,2 Millionen stellt, kurz zur Zeit, so. Also normal. Und den GPS-Mod. Hab ich alles dabei. Aber nur mit drin halt. Ich finde GPS schön. Ist ja auch hauptsächlich für Gruber und Seemann schon. Ja, wenn du im Singlebär spielst, kann ich da immer. Ich finde cool, dass die Tonnen angezeigt werden dort, ne? 118. Wir passen hier rein. 60? 61. Ja, doch, sieht er nochmal vorne. Ja,
erstmal gucken, ob ich das Teilchen finde, wo man das Zeug wegschaffen muss. Agravis. Da warten wir lieber nochmal die 10 Minuten, haben wir dann eine volle Stunde Zeit, das Zeug wegzuschaffen. Weißt du, wenn die Preise sich dann noch verändern. Natürlich mal Zeit ein bisschen schnell machen. Oder? So. Ja, es geht schon mit dem Rad, Alter. Gewöhnungsbedürftig. Oh, ne. Eine Rampe. Ja. Gibt es. Ist, ich glaube, mit zu dem dazu, kann das sein? Ich glaube. Ich guck mal schnell nach. Da musste man den ja eben packen. Da war diese platzierbare Rampe dabei. Ist es voll jetzt hier drinne? Denke ich zumindest, ne? Ne, ich glaube, ne, hab schon nicht mit reingemacht. Nee, ist er nicht. Ah, das wäre eine Überlegung, die mit reinzumachen. Ja, die müsstet ihr auch mit haben, wenn ihr die in Nadler habt. Ja, haben wir. Naja, dann machen wir das dann nächstes Mal. So. Jetzt muss ich nochmal fahren wegen den 1000 Blättern. Rohrapspreise sind runtergegangen. Ja? 1215. Naja, wegen den 10. Also unrund. Ich habe nur 97%. Und gleich voll. Lädst du irgendwas noch hoch oder so? Eigentlich nicht, ne. Weil das halt extrem ruckelt und leckt. Ja. Ja, ist mir auch. Das kann sein, dass man weil ich das so nebenbei noch laufen hatte, ist irgendwie da, keine Ahnung. Also wir probieren einfach jetzt noch fix die 10 Minuten zu machen und dann tun wir das dann neu starten und am Nachmittag nochmal probieren und dürfte es dann wieder gehen. Wo ist denn hier dieses Agrarteil, wo das hin muss? Agravis, das ist, wenn du, oder wo bist du denn? Du fährst dort links lang zum Landhandel und dann links rum. Wenn du Escape drückst, da siehst du es auch Agravis auf der Karte. Hast du? Ja, Escape habe ich, aber Händler, naja. RLW, weiter links, unter Landhandel. Ach hier, Agravis. Genau. So, ich guck gerade mal bei der BGA. Wie es denn hier so aussieht. Ja, das passt noch. So, wie viel Prozent ist es gegärt? 20, naja. Dauert 2 Stunden, wenn man jetzt hier spielen würde, echt. Was? 2 Stunden in Echtzeit, also hier, wenn die Zeit auch auf 5 oder Echtzeit ist, egal wie, dauert 2 Stunden. Also, was ist? Was dauert denn? 2 Stunden insgesamt dort das Gehren in Echtzeit. Ach so, 2 Stunden. Hm, gut. Also auf Hagestützen. Welchen haben wir heute eigentlich? 13, glaube ich. Ja, stimmt. So, jetzt dürft ihr gleich Geld geben. Oder wo bist du? Bin ich das? Oh, diese Strommasten. Wo bist du denn? Du hörst gerade falsch, wollte ich sagen. Ja, ich mag schon. Voll in die falsche Richtung.
Die haben ja auch ein Feld angefangen zu dreschen und waren nie fertig. Hm, das hab ich mal gemacht als Test, das war in der Mod-Vorstellung. Dieses hier Stroh-Dings dann. Hey, warum benutzen wir den 87 eigentlich? Den was? Der Lex und 87. Weil der Lex verursacht. So, was könnten. Tust du gruppern? Oder wie? Ich, ja. Hm. Wege da gerade. Ja. Also nicht das große Maisfeld, sondern hier neben das beim Teich. Alter. Alter, ja, das leckt. Das, Alter. Ja, das leckt extrem heute. Ja, weil ich gerade was gekauft hatte. Gerade wieder etwa? Ja, so. Fährst schon wieder falsch. Also zum doch, jetzt finde ich es. Ja, nicht an die Reifeisen kippen, sondern nur weiter, ne? Ja, ich wische. Erkunde mal wilde Karte. Ja, ich hab's. Was? Ja? Ja. Ah, na. Schön übers Feld ziehen. Der ist ja geflügt. Na gut. Ah, hier sind ja noch ein paar Rapsstoppeln, da können wir ja drüber. Hm, mit Gerste-Resten. Oder so. So, Ropa Ropa. Storten, Wieden. Kaufst du die Ropa Rübenmaus? Die Maus hab ich gerade, ne? Wo kann ich die Rüben machen mit der Maus? Ja, die Maus kannst du dann, ja. Aber wie gesagt, du tust erstmal alles rupfen und dann erstmal Häufchen machen und dann. Mann, das leckt heute. Das Rupfen tut die Maus alleine. Mit tja, nicht in ein. Na, wir tun erstmal die ganzen Rüben rausschlagen, dann machen wir die Haufen und dann tust du mit der Maus die aufsammeln. Ach so, ich dachte, ich könnte jetzt hier Rüben machen, also die abmachen. Was ist das? Kraut oben? Nein, ganz ernten so mit dem Ropa-Wurf. Mit dem Tiger, das mache ich. Du, ja, oh, kannst du abwechseln, mir egal. Wir haben doch da diesen Big Body oder wie der heißt, dieser Hänger, ne? No? Soll ich du erstmal die ganze Europa-Gelumpe zur Edeka fahren? Schleichwerbung. Nee. Dass man die erstmal herparken. Wer eine Million Abonnenten hat und dann Schleichwerbung macht, dann ist schon nicht mehr so. So, ich hab's jetzt weggeschafft, jetzt müsste es Geld gegeben haben. Nö. Nee. Hey. Hast du? Ja. Alter, nee. Hast du daneben gekippt? Nee, wa? Nein. Ich habe in das Silo. Ja, sieht man ja auch. Aber trotzdem, nee, gab nicht. Natürlich. Oder gab es bloß 79.000? Warte mal, ich guck mal, wie es in der PDA müsste da stehen. Das kann nicht. Warte mal. Ante-Einnahmen 7.000-8.000. Nee, das kann schon sein. Ja. Kann ich mal was anderes machen als wie abfahren? Hier kannst du grubbern, ich fahre. Ja, gerne. So, du musst fix noch machen. Oh, schöner Johnny. Schöne Attenten dran. Hm. Hier ist ja auch Dreieck vorne. Angenagelt. Ey, der Johnny, vom. Das Dreieck ist noch vom Mähwerk. Mhm. Ist das Weiße oder wie das heißt hier? Was? Dreieck, ach ist ja egal. Hm, das war mit dabei. Das heißt Weiße Dreieck oder so, ne? Mhm. Das hatte ich glaube hier, guten LP oder so. Mich war den so. Kanal. Wie heißt der? Äußer Proper suchen das mal. Wo bist du denn mit Anhänger? Ich fahr grad durchs Tübingen. Ja, sehe ich. Ob es für 15 O-Klein Mods geben wird in der ersten Woche oder so? Nee, glaub ich nicht. Schon erst nach einem Monat wieder, ey. Nee. Vielleicht 2-3 Wochen.
Na, ich glaube, Giants macht da auch wieder Mods, ja, wie bei 13. Hm, das denke ich mal noch. Der John Deere müsste mal wieder tanken, 125 Liter. Naja. Ah, der Grubber ist so mickrig klein hier. Ja, der regt mich voll auf. Ich hab ihn. Ja, dann holen wir mal einen neuen. 18 Meter. Geht's? Oder von Lampgen der. Wie groß ist der? Gott, keine Ahnung. Ah, da gibt's ja diesen Ender. Den neuen. Oder. Ich weiß nicht, ob der neu ist. Jedenfalls ein bisschen größer ist. Ich habe 0% in der Schaufel, habe immer noch Raps drin. Warum machst du das mit dem Radlader? Ich könnte mit dem Hund aufbauen. Weil du das passt, oder? Ja. Nee, das passt nicht. Ich glaube nicht. Ich will so nicht was. Ich fliege noch. Oder Vorderbandmod. Ja, der ist auch gut. Aber da musst du dir so einen speziellen. Bei der anderen Reihe der vom Mod ist doch scheiße. Na, ich hab ihn und tust du ganz normal für uns anpappen und dann tust du das machen. Ja, am Frontlader tut man noch einfach keinen. Genau. Ja, ich hab ihn nicht mehr, ich hab ihn nur falsch. Kann ich hier den Motor ausschalten? Ja. Sprit sparen, ne? Oh Gott. Dann ist ja bald wieder Herbstferien. Ja, 2 Wochen. Nee, 4 Wochen oder so. 4 Wochen. Bei mir nicht. Bei mir nur 2. NRW halt, ne? Mhm. Der wird dann wirklich groß aufgenommen in die Herbstferien. Ja. Der ist ja 15. Fürs nächste halbe Jahr. Wo muss ich Raps hinbringen? Zu Reifeisen oder Agra? Agravis. Stimmt, dann habe ich ja Geburtstag ohne in die Herbstferien. Perfekt. Mhm. Was ist denn überhaupt für ein Tag? Hier, wo alles rauskommt, der 30. Oktober. Dienstag? Hm. Da wäre schon gleich mit dem Moped zur Expert fahren. Moped. Ach, du hast gut, ich muss dann da in ja warten. Hm. Passiert wieder Verbindung verloren, ne? Der guckt jetzt bestimmt welcher Tag. Hm. Der 13. ist ja klar, Donnerstag. Es gab schon. Der 30. Mhm. Dein Geburtstag, okay. Wa? Oh, das kann ich nicht. Kann ich mein Tablet erstmal ins Ladegerät stecken? Ich habe leider 3 Tage eher. 9 Tage eher. Hört man mich noch gut? Ja. Ja. Ich musste eben am Ladegerät stecken. Oh, ich muss weg. Weil sonst kam Alice eigentlich immer 2 oder 3 Tage nach meinem Geburtstag raus. Hm, und jetzt 7 Tage später. Vorher. Nee, 9 Tage später. Zockst du dann überhaupt mehr hier? 13? 13? Nö, ich denke mal, wir haben dann auch jetzt abgehandelt haben, wenn wir dann die Rüben haben, sag ich mal. Und das Mais mal gelohnt, dann werden wir vielleicht nur die großen Felder kaufen und dann haben wir ja eigentlich soweit alles durch. Dann ist ja eh die Zeit fast. Genau. So, darfst du wegfahren, wa? Ja. Passi? Ja, anmachen vielleicht? Eine praktische Funktion hat das G35. Muten. Ja, das, wenn man niesen muss, braucht man einfach nur den Bügel vom Headset hochklappen. Aha, na ja. So, ich tu noch schnell mal einen kleinen Anhänger holen hier, weil wir ja eh den großen Anhänger nicht mehr voll kriegen mit dem Raps.
Ich hab nicht mal gesehen. So, und ich würde sagen, das war's für die erste Folge schon. Da tun wir mal dann das LS neu starten. Genau. Dass mal Blackfire läuft, ja. Schuss. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüssi.